5 4 3 2 1 Bam! Also bei mir war es synchroner als ein Synchron-Schimmelmann. Bei dir? Dann passt das. Okay, dann passt das. Dann let's go, rein in die Olga. Ich grüße euch! Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Freunde! Endlich ist es wieder Zeit, Squad Builder Battle auf meinem Kanal, SBB. Ja, Leute, ich habe nämlich entdeckt, so quasi, dass ich noch ein Thumbnail habe von Prime Icon Khulid. Auf jeden Fall krasse Karte. Ja, wie gesagt, eigentlich wäre eine andere Karte geplant gewesen, aber habt gesehen, ich habe noch ein Thumbnail. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Zum ersten Mal als Gast auf meinem Kanal, dieser Bruder Mukai. Spricht mir nicht aus, ne? Grüße dich! Hallöchen! Ja, viel Dank, Bato, für die Einladung. Habe ich natürlich gerne angenommen und habe gedacht, erste Aufnahme im Pato. Nehmen wir direkt so einen Onkel, bin ich auf jeden Fall am Start, ne? Das läuft, ne? Auf jeden Fall, ich habe eine fette Rechnung mit ihm offen, ne? Im Livestream hat er mich einmal zerstört, obwohl ich ganz Ergebnis ehrlich... sagen? Ja, Ergebnis bitte? 5-0 oder so, 6-0, kann das sein? Ja, 5-0 was. Und davor hatte ich eine richtig große Fresse, so, ne? Also ich hoffe, dieses Video wird eine Art Rache werden. Also, wow, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir beide haben sehr, sehr viele Coins. Kommt das drauf an, ob wir wirklich auch diese ganzen Coins reinballern. Aber, mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze feiert, überhaupt mit dem Bruder Mukai. Lasst gerne einen Daumen nach oben und im Anschluss, erster Link in der Videobeschreibung, guckt dann unbedingt auf seinen Kanal vorbei, hinterlässt Abos, Grüße, auch bei ihm Daumen nach oben und bei ihm ist natürlich auch eine Prime-Icon am Start. Hast du noch irgendwas zu sagen, mein Bester, oder wollen wir starten? Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Du als Gast, möchtest du reinhalten oder willst du quasi die Spieler schon quasi aufstellen? Ich stelle erstmal auf. Du stellst erstmal auf, dann halte ich mal rein. Bruder Mo nimmt die 4-4-1-1, die zweite. Krasse Formation auf jeden Fall gegen meine, gegen die 4-Triple-2. Ich halte schon rein. Stürmer, LM und RM. Ich habe nur unten diesen Ladebalken da, weißt du? Ich bin jetzt gerade auf Spieler suchen gegangen. Ja. Jetzt gebe ich den Namen ein, dann wollte ich gerade auf Suchen gehen. Jetzt ist wieder dieser Ladebalken da unten. Oh no. Also, Leute, das wird eine lange Aufnahme werden. Ich weiß schon, am nächsten Tag bekomme ich eine Muskelkater, weil ich das Whiteboard immer wie ein Ghetto-Blaster halte. Ja, moin. So, im linken Mittelfeld, also wenn du den hast, dann RIP, eine Flashback-Karte. Memphis Depay. Dann habe ich im Sturm, da kommst du aber nie im Leben drauf, einen Wilson. Okay, nein. Und im rechten Mittelfeld einen Townsend. Ja, also die Food Champions Karten natürlich, ne? Townsend. Okay. Alter, mega gut. Ich habe RP, Sturm, Bergwin, linkes Mittelfeld, Promes, rechtes Mittelfeld. Ehre. Also so muss das sein. So muss das weitergehen. Ja? So gut. Muss das weitergehen. Bei mir ZOM und Stürmer, linke Seite. Ich muss mal schauen, wenn ich da überhaupt reingetan habe. Shit. Was passiert? Ich hab Khulid auf der rechten Seite. Auf der rechten? Ja, ich habe jetzt auf die Liste geschaut. Ich habe Khulid nicht links stehen, sondern rechts stehen. Also, Stürmer werden. Haltest du hier schon rein? Nee, warte noch nicht. Fernando El Nino Torres, wenn ich den irgendwie finden würde. Diese SBC-Karte. Kannst du dir jetzt vorstellen, wer rechtes ZOM sein wird? Das ist ebenfalls eine Flashback-Karte. André Iniesta. Ah, ich habe den guten alten Benzema aufgeschrieben und Aua. Aua, auch sehr, sehr geil. Aua habe ich leider nicht gemacht. Schade. Ja. Ich bin aber sehr gespannt auf Torres, also ich habe von denen nur Gutes gehört. Mal gucken. Gut, wir haben beide noch volles Team, aber jetzt wird es interessant, Leute. Nächste Runde. So, hältst schon rein? Was, wie soll ich denn reinhalten? Ich habe noch nicht mal überlegt, mein Bester. So, nächste Runde kann starten. Ich habe schon meine drei Leute aufgeschrieben. Okay. Das sind so meine Favoriten. Bin mal gespannt. Sind das alle so ein anderer Verein oder Ne. Alle drei Spieler gehören einem Verein an. Ne, nicht alle. Nein, bei mir. Also ich gebe sie jetzt rein. Scheiße. Karneval Gabriel Jesus sieht unnormal interessant aus. ZOM habe ich mich entschieden, damit ich den auch mal spiele. Bernardo Silva, Team of the Season in Rot. Ja. ZTM, auch den habe ich in Rot gezogen.
deswegen war ja auch quasi eine Überlegung wert. Nämlich Team of the Season, Fernandinho. Nein, er hat ihn oder was? Ja moin, Brudi! Hier, da ist er, hier, da! Wen hast Schuss, du? Fernandinho! Tschüss, Gabriel! Jesus! Du hast Gabriel, Jesus und Fernandinho? Ich hab mich, Gabriel, Jesus und Fernandinho. Ist das dein Ernst? Ja, ich hab halt nur hinein gelinkt, ne? Brasil! Schalalala! Ist das jetzt dein Ernst? Das ist wirklich mein Ernst, ja. Was? Da, könnt ihr sehen, da, warte. So, hier hast du sogar Fullcam-Ansicht. Fullcam-Ansicht! Come on! Das wird ein einfaches Game, ey. Das wird ein einfaches Game. Ich will die Bronzemenschen da sehen. Ich will sie sehen, ey. Alter, ich bin gerade extrem geflasht. Ich will die Bronzemenschen. Ach so, für die, die es nicht wissen, das ist mein allererstes SBB. Grüße gehen raus. Ich hätte nie damit gerechnet, dass du den gar auf das so auf Jesus kommst. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass du ihn aufstellst. Ich habe halt, ich brauchte halt so zwei Brasilianer und dann, weil ich hab Warum gedacht, brauchst du zwei Brasilianer, Alter? Weil ich, ja, weil die müssen halt schon irgendwie auf Link kommen. Und dann brauche ich halt ein Dreieck. Ich hätte doch einen Spanier nehmen können. Ich so, Spanier macht der nicht, weil Iniesta und Torres sind schon auf Fullcam, die macht der nicht. Da braucht der nichts. Der nimmt jetzt ein anderes Dreieck und BÄM! Ach du Scheiße, ich wollte den unbedingt spielen. Tschüssi. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe gerade nicht zu viel verraten, aber ich habe im rechten ZM eine TOTS-Karte, eine TOTS-Premium-Karte, Nabil Fekir. Und im linken ZM, gerade erwähnt, den Hüseyin Awad. Yes! Auch da will ich einen Torwart haben, denn Aqua kannst du raus aus dem Team. Nein. Baller, mein Freund. Nein. Ndombele und Awad Aqua. Wird die S-Bahn oder was? Das war jetzt gerade ein LKW. Ach so. Ich dachte, what the fuck? So Leute, Außenverteidiger, Abfahrt, Bruder, geht schon. Auf der linken Seite habe ich eine Champions League Karte und zwar einen Kurz Ava. Und auf der rechten Seite, boah, ich glaube den hast du eigentlich safe, weil der war ein bisschen zu offensichtlich. Ein bisschen zu offensichtlich. Trent Alexander Arnold. Ach. Also, linke Seite habe ich zwei Optionen gehabt. Patrick van Arnold oder Kurzawa. Ich habe aber Patrick van Arnold genommen. Ja, Ehrenpato. Rechte Seite hatte ich auch zwei Optionen. Doherty Tots und Walker, also keiner. Oh, Ehre. Chichi. Ehrenmann, Ehrenpato. Ja. Haltest du schon rein? Ja. Rechte Seite habe ich mich auch wieder bei den Flashback-Versionen orientiert oder bedient. Ich glaube sogar, dass du den haben wirst. Aber ich probiere es trotzdem. Juan Fran Flashback. Linke Seite. Ja, dadurch, dass du auf einen Gabriel Jesus kommst, keine Ahnung wie, wirst du auf den höchstwahrscheinlich auch kommen. Ist eigentlich auch eine Karte, die man nirgendwo sieht. Ich sehe die jetzt nicht mal hier, weil ich die Karte nicht finde. Probieren wir es mal so. Team of the Season, Vierinha. Habe ich nicht. Ich habe halt gedacht, du gehst auf was komplett Neues, ne? Okay. Ich habe echt gedacht, du gehst auf was komplett Neues. Ich habe Alba und Trent Alexander-Arnold aufgeschrieben. Ja, haltest du rein? Ja. Ich habe ganz vergessen, oder wir haben ganz vergessen, euch am Anfang schon zu sagen. Ne? Also man kann noch eine zweite Icon einbauen. Und ich hoffe, der Bruder, weil du hast nämlich gesagt, ja, du brauchst jetzt Hilfe, eine zweite Icon ein und bla 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 hin und her. Ja, ich baue eine zweite Icon ein. Wenn du die auf die kommst, dann kommst du... Auf den Torwart ebenfalls. Optimus Prime Maldini. Ja. Team of the Season Donnarumma. Ja. Und rechter Innenverteidiger Hermoso. Auf den könntest du auch kommen, weil der richtig geile Werte hat. RIP! Ich wollte wirklich, als ich gerade gesagt habe, der erste Gedanke ist der richtige, wollte ich Courtois mit Donnarumma tauschen. Aber ich finde, dein Maldini finde ich jetzt nicht so ganz nice. Deswegen, tschüssi! Du hast Maldini? Ja. Das ist so krass. Ich hab Maldini, auf welche Ramos Spieler und du kommst. Ich hab Maldini, Ramos und Courtois. Auf und ich wollte halt wegen Maldini wirklich Donnarumma schreiben, ne? Ja. Und dann hab ich gesagt, boah, der erste Gedanke ist der richtige, aber... Bejamash!
Auf welche Spieler kommst du, Alter? Ha! Das ist dein erster SBB? Ich dachte, ich spiele gegen irgendeinen. Real Talk, also so nicht. Real Talk, also wirklich komplett Respekt an der Stelle. Komplett. Ich kann mich an meinen ersten SBB zurückerinnern. Da habe ich wirklich das Beste vom Besten genommen, bla 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 hin und her. Und ich weiß es nicht, wie man auf das kommt. Ja, ist okay. Ich halte rein. So, ich habe im linken Mittel, in der linken Innenverteidigung einen Todspieler, einen Brasilianer. Silva. Marquinhos. Okay. Dann habe ich rechts. Ich hätte auch mal wieder Bock auf eine Flashback-Karte. Luis. David Luis. Oh mein Gott, das hört. Wieso weißt du das? Und dann habe ich im Tor. Ederson Alisson. Ederson. Den Nein! Was denn? Nein! Bitte sag, du hast nichts getroffen. Ich hab Alisson aufgeschrieben. Und wen noch? Laporte und Virgil van Dijk, weil du es in 10 Tors mal gezogen hast, gefühlt. Ja, ja, das ist richtig. Yes! Ich wusste, van Dijk wäre nicht die richtige Lösung. Ich weiß ja, dass du es weißt, dass ich ihn 2-mal gezogen habe. Oder 3-mal sogar. Alter. Ehre. Gut, das Verteidigung ist so krass. Ich habe gefühlt 100.000 SBBs schon aufgenommen, ne? Du hast mich komplett hops genommen. Du hast mich in allen Belangen hops genommen. Ich nehme Ederson. Ah, ich nehme Alisson. Er hat Ederson. Wirklich. Nochmal, ich muss wiederholen. Respekt, Leute. Lasst einen Daumen nach oben. RMU-Karre, irgendwas. Schreibt was in die Kommentare. Was weiß ich. Ich bin gerade frustriert und hoffe echt, dass das Gameplay besser wird als meine Mannschaft, die ich mir zusammengebaut habe. Und wisst ihr was? Ich sage euch noch einen extra Fun-Fact. Ich habe für die Mannschaft eine halbe Stunde gebraucht. Mukai hat das innerhalb 10 Minuten gemacht, währenddessen ich ihn voll getextet habe über mein Privatleben. Tschau einfach, Rip Perino. Ich lade dich ein, ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, Abfahrt. Tschau. So, Leute. was sagst du zu meinem Team? Aua. Dass der echt den normalen Ederson reinstellt. Ich dachte, dass der Team of the Season reinkommt. Du hast zumindest auf ihre normalen italienischen Verteidiger da reingestellt, dass er dann auch immer noch ein bisschen auf Camp kommt. Ja. Immerhin. Alter, der hat irgendwas mit 50 PS, ich weiß es nicht. So, Leute. Das heißt, es nur noch zu hoffen, dass ich nach dem Spiel immer noch Full Hit habe. Trotzdem, trotz allem viel Glück. Mann. Nein! Oh. Nein! Bitte nicht jetzt! Ey, nicht doch! Nein! Ach du Scheiße, ich dachte, der ist safe drinnen jetzt. Ich hab den auch schon drin gesehen. Ich hab den auch schon drinnen gesehen. Überhaupt der Rebound. Ich meine, wer ist auch für den, ne? Ja, ist echt so. Nein. Doch! Ich weiß gar nicht, wer das ist. Nein. Das war der Torwart, oder? Der große Torwart. Deswegen wollte ich ihn nach vorne. Oh mein Gott! Der war grün. Bitte, Mann! Ja. Was ist das? Sweaten! Mach ihn! Macht ihn! Stark, der Kutze! Stark! Ich dachte einfach umgrätschen! Mann! So, der war schon auf Maldini. Jetzt ist, ich denke, glaube ich, den Tod. Da habe ich ihn auch gefeiert, aber sonst. Oh no! Oh mein Gott! Nein, bitte nicht! Nein! Ist eh abseits, oh Gott. Ich hasse solche scheiß Abprallertore immer, ne? Ja. Wer der wenigstens Tor ist, egal, ist eh abseits gewesen. Ja. Fuck. Ja? Jetzt sage ich nicht dazu. Also ich würde sagen, die Jungs können es bestätigen, ganz klar verdient, oder? Oh ja. Und wie ist eure Meinung? Mann, nein! Oh. Nein! Ey, was ist das für ein verdammtes Krampfspiel? So ekelhaft, ne? GG, Alter, ich schwör's dir, es war nicht mehr zu machen. Das war ein absolut ekliges Spiel, ohne Witz. Ein richtig, richtig ekliges Spiel. So krass, es hat. Wow! Also Tore sind jetzt, da kannst du echt in die Tonne kloppen, wirklich. Da hätte ich lieber gewünscht, du hättest einen von denen erwischt, aber hättest mir Jesus gelassen.
Ja, glaube ich. Oh mein Gott. Auf den hätte ich gar keinen Bock gehabt. And discards. Bin so froh, dass zumindest Maldini weg ist. Ah, die Positionen tauschen, switchen. Eigentlich ist jeder verkraftbar, nur hullet nichts. Ja. Und ja, jetzt mal einfach schauen, wie ich das Ganze verschieben werde. Kann schon. Kann ich? Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, du hast nicht verschoben. Okay. Ich weiß auch nicht warum. Okay, welche Position nimmst du? Rechten ZTM. Danke, ich hab verschoben. Aber du hast dein Team of the Season erwischt. Wen denn? Du hast Verini erwischt. Kann ich verkraften. Wo war Rullit? Rullit war linkes ZTM. Habe ich verschoben mit Bernardo Silva. Oh, ich hab echt gedacht, der hat nicht verschoben. Ich hab komplett verschoben eigentlich. Ja, okay. Ich hab alles verschoben, bis auf Iniesta, den hab ich gelassen. Gott sei Dank, okay, ist verkraftbar. Wir erinnern ja für das Dreckspiel. Alter, Gott sei Dank. Immerhin ein Totz getroffen, ja, kann man gerne mitnehmen. Ne? Ist echt so, oh mein Gott. Hast aber trotzdem wirklich, nochmal, ich erwähne es jetzt zum dritten Mal, Respekt, du hast dich mega gut geschlagen. Danke, Teambor, wie du mich richtig hochgenommen hast bei meinem Teambor. Und ja, egal, ich bin froh, dass es nur ein Discard war. So kann es weitergehen und ja. Ich hoffe natürlich, dass die Rache jetzt kommt auf deinen Kanal. Leute, hinterlässt hier alle gerne einen Daumen nach oben. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt auch aus, VGO, -3%, Pato Kappa. Bruder, du hast dein letztes Wort auf dem Kanal. Wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Grüße gehen raus. Ja, ich sage jetzt schon mal ciao. Ja, von mir aus, Pato, hat mir auch richtig Bock gemacht. Gerne wieder. Wir sehen uns aber sowieso jetzt gleich nochmal im Rückspiel. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte. Schöne Grüße an die Pato Family. Lasst gerne viel Liebe da. Auch an die Jungs, auch an die Mokay Army auf jeden Fall. Schön den Like-Button weghauen. Und ihr wisst, was ihr in den Kommentaren schreiben müsst, Jungs. Ne? Einfach mal voll Spam mit Mokay ist der geilste. Wisst da Bescheid in dem Sinne. Ciao. Ciao. Mann, deine Verabschiedung hat so lange gedauert wie das gefühlt halbe Video. Ciao.